Jetzt wird's eklig. Ja. was ist hier hinten passiert? Was ist hier passiert? Hier sind ja... Ja, die sind alle... Da, schon wieder! Aber doch, es ist Vollmond. Ja, deshalb wurde ich gerade auch verwandelt. Aber jetzt bin ich wieder normal. Warum sind hier vom Herrn... Oh Gott. Herr Luca hat... Luca! Ach du Heimatland. Das sind ganz schön viele. Und da hinten auch nochmal. Ja. Aber was macht der Herr Tobias hier, bitteschön? Der wohnt hier. Naja, aber was wird das hier? Das ich glaube, das aus ist seine Winzerfahne. Das sieht ja aus wie eine Treppe. Das könnte ich ja besser. Ich glaube, er will damit bezwecken, dass seine Tieren besser wachsen. Aber ich glaube nicht, dass die so besser wachsen. Ich müsste gleich mal, wenn der Herr Ramon wach wird, muss ich gleich mal mir eine neue Rüstung bestellen. Ja, wir können ja mal gucken gehen, denn ja, ich brauche auch schon wieder eine neue Rüstung. Warte, oh, der ist aber schon angeschwächt. Das machen die Hunter. Ja, okay. Aber der Tyrox hat ja so eine langhaltbare Rüstung, ne? Ja, das kann er uns auch gerne mal machen. Müssen Sie auch saufen? Nö. Warum müssen Sie nie saufen? Vielleicht, weil ich gleich zum Anfang so einen Trank genommen habe, bevor ich überhaupt mal gebissen wurde. Und bin deswegen immun irgendwie, keine Ahnung. Keine Ahnung. Och, mich stört das nicht. Ja, dass sie keine werden, ist es. Gefällt das hier Ihnen so mit dem Weg, dass der jetzt ja, das ist gut. Ja, das geht. Gut. Aber, Herr Tarek hat ja so eine langhaltbare Rüstung, ne? Vielleicht sollten wir für die ganze Stadt auch mal sowas bestellen. Wieso bestellen? Wir geben es einen Auftrag und fertig. Ja. Also, Bestellung ist ja so ein Auftrag. Herr Ramon! Oh! Jetzt rennt er weg. Da ist noch einer. Mann, was ist denn hier heute los? Ey, ist ja eine richtige Invasion hier. Ich muss schon wieder saufen. Na, warten Sie, den kriegen Sie jetzt so. Ist eine einzige Sauftour noch. Da. Danke. Da ist er noch. Haben Sie auch was zu essen, damit ich direkt danach essen kann? Danke. Ich hätte Ihnen auch ein Elixier auf Komplettheilung geben können, sehen Sie? Fragen Sie nicht, wir haben gerade gegen Werwölfe gekämpft. Ich bin auf Sauftour, so kann man es auch sagen. Ja, aber sie soll nicht ganz leer ausgehen. Da. Aber Herr Ramon, wir haben einen Auftrag für Sie. Jo. Eine langlebende Rüstung für uns. Eine so langlebende Rüstung. Ja, sowas wie Sie auch hatten. Denn unsere geht schon wieder kaputt. Yep. Ja. Oder können Sie irgendwie vielleicht eine schwarze Rüstung machen? Dann fallen wir vielleicht nicht allzu sehr auf im Dunkeln vor allem. Sowas wie Herr Dark World, glaube ich, oder mein. Hallo. Wir haben Sie doch gerade 10.000 Mal getötet. Warum sind Sie schon wieder hier? Mich haben Sie gar nicht getötet. Dann wird's Zeit. Hey. Hi. Naja, So aus schwarzem Stahl oder sowas. Kriegen Sie das hin? Ja, natürlich. Also ich habe mich da irgendwie schon dran gesetzt, weil... Warte mal, hat das nicht irgendwer schon mal... Haben Sie das nicht Herr schon Darko. Mal...
Hat der Darko nicht so eine schwarze Stahlrüstung? Nee, das ist eine andere schwarze Stahlrüstung. Okay. Wie viele schwarze Stahl gibt es denn? Sehr viel. Sehr viel. Das ist ja kompliziert. Oh, sein Haus ist auch nicht fertig. Ja, der kam schon zu mir. Er kam zu mir und meinte wohl, dass ich das zu Ende bauen soll. Ah, okay. Ah, ja. Viel Spaß. Naja, der Anfang ist ja gemacht, also. Das kann nur besser werden. Ja, es sieht ganz gut aus. Ich kann mich ransetzen. Ja, tatsächlich hatte ich sowas schon in Planung. Okay. Aber das dauert halt und kostet und ich muss. Also bei Kosten, da braucht man nicht, braucht man nicht drüber reden. Ich habe jetzt in der letzten Zeit so viel Geld gemacht, das wollen sie gar nicht wissen. Ja gut. Vor allem, da ich einige Aufgaben erledigt habe von den ganzen Leuten hier. Ja, warte mal, wenn mir gelingt, dass ich so eine Rüstung herstelle, dann kann ich die ja auch erstmal, würde ich die erstmal ausprobieren und ob die halt wirklich so einen guten Schutz gibt. Mhm. Und wenn das halt in Ordnung ist, wenn die halt besser als die Eisenrüstung wäre, dann könnte ich ihnen die ja geben. Reparieren und geben. Ja. Aber wir brauchen die halt für die ganze Stadtwache, also für sie, für den Herrn Bennett. Deswegen. Jo, Und ich bräuchte dann übergangsweise noch eine Rüstung. Ey, naja. Wie viel kostet die nochmal eine? Bitte? Das geht hier nach den Preisen. Also für eine Brustplatte werden sie dann wohl 8 Coins zahlen müssen. Kann ich auch reparieren lassen? Reparieren können sie auch machen. Kommt halt wieder auf die Dings an. Na gut, ich brauche eine neue Hose. Haben sie nicht gesagt, dass was der Tyrox jetzt anhat, ist genauso gut wie diese Eisenrüstung? Ja. Wie viel kostet das? Ich glaube, das ist günstiger. Das ist günstiger. Ich glaube, dann hole ich mir übergangsweise lieber sowas und lass mein Schwert reparieren. Aber ich glaube, die hat nicht so viel Haltbarkeit wie die Eisenrüstung. Die hat tatsächlich genauso viel. Oh. Naja. Sie soll ja nicht leer ausgehen. Apropos leer ausgehen, Herr Ramon. Jo. Ah. Hust, ja. Ja, die sind alle, da müssen neue herkommen. Mensch, jo. Ich stell dann die Lederrucksäcke wieder her, bringen sie ihn vorbei oder haben sie noch welche? Ich hab noch welche. Ich hab ja die ganze Zeit letztens geschlafen. Tatsächlich. Ja, das stimmt. Ich war auch mal in ihrem Haus gucken, ob sie die vielleicht irgendwo haben. Ich glaube. Aber ich habe halt nichts gefunden. Die habe ich hier in den Rucksack reingestopft. Oh, wow. Naja, aber dafür brauche ich Kisten. Ich habe jetzt nicht ernsthaft dieses eklige Fleisch gegessen. Du sollst das essen, du dummer Köter. Was ist mal hier in Ihr Köter? Ah ja, kaufen Sie Bögen an. Bögen? Ja. Und Schwerter? Kommt drauf an, welche Schwerter? Ganz viele Eisenschwerter. Und Silberschwerter. Silber. Und Tin. Nee. Was? Und Tin. Tin. Ja. Alles, was mit Zinn zu tun hat, Silber und Eisen. Also ich hab das und das, aber das ist was kaputt. Also ich meine jetzt nicht so spezial angefertigte. Nee, das ist kein spezial angefertigtes, ganz normales. Das ist bestimmt eins, was hier die besoffenen Handlanger gelassen haben. Die brauche ich. Die kann ich dann wieder. Können Sie auch nicht reden? Ah, nee, ey. Warte. Ja. Also. Aber wie viel. Naja, die Beine sehen aus wie von dem Menuka. Ist die schon, gebraucht? Oder? Weil, wenn die schon gebraucht ist, dann müsste ich die erst reparieren und dann einschmelzen. Und ja. Wenn sie nämlich schon gebraucht ist, dann geht das nämlich nicht. Das ist, als wäre ich so. Und ich glaube, das wäre halt wirklich teurer für sie, wenn ich sie erst reparieren müsste und dann einschmelzen müsste und dann. Ja. Sind das Zwillinge?
Ich weiß es nicht. Ich habe gerade was gemacht und ich muss erstmal ganz kurz mein Zeug wieder finden hier. Was ist das? Ich habe meine Taschen geguckt und auf so eine Kiste geklickt und dann war auf einmal alles weg. Perfekt. Und darf ich sie töten? Die sind irgendwie dämonisch. Also töten vielleicht jetzt nicht, aber die sind irgendwie sehr dämonisch, ne? Jetzt können sie reden. Oh Gott. Okay, vielleicht sollten wir es nicht schwerer machen. Es wäre, ja. Ich hol mal eben die restlichen aus meinem Haus. Ja. Wolltest du mitkommen, wegen den Bögen? Ich glaube, Bögen habe ich tatsächlich. Okay, schade. Nee, ich habe ganz viele verzauberte Bögen. Ja. Kann man, darf ich die an ihrem Amboss zusammenfügen? Das müsste der Herr Ramann schon machen. Naja. Denn weil das nicht verzauberte. Ja, dann bräuchte ich ja jedes Mal diese Erfahrung. Der Herr Melvin wird dazukommen. Okay. Uff. Weil hat der das könnte jeder Magier machen. Hat er überhaupt so viel Erfahrung? Also ich hätte theoretisch genug Erfahrung. Und Herr Olaf hat es auch schon gemacht. Ui, ja. Ich kann es ja jetzt nachher, die sind komisch. Der hat einen Schwanz? Was? Yo. Ist das ein Werwolf? Ist das ein... Der hat auch Schnauze. Ey, die sind echt komisch. Ich sag immer noch, das sind dämonische Viecher. Es ist ja nicht mehr normal. Haben wir nicht so ein Gefängnis? Das ist noch nicht fertig. Wir brauchen da noch Silber und Eisenstangen dafür. Ach ja, stimmt. Ja. Und ganz viel Lava. Ja. Lava könnte ich Ich hab noch nicht mal ihren Wein getrunken und hab schon einen Sprachfehler, Mensch. Dann trinken Sie den mal, vielleicht geht's dann besser. Jetzt geht definitiv nicht besser. Schade. Ja, die zwei müssen wir mal im Auge behalten. Voll okay. Vergessen. So, Hanuka. Hi. Nee, jetzt konzentriere ich. Ja. Es ist wunderschön. Ich gehe mal die Schwerter holen. Ja, machen Sie das. Ich komme zu Ihnen ins Haus, da bin ich wenigstens sicher. Hi. Ja. Seit dann habe ich noch weg. Was haben Sie? Ich wusste gar nicht, dass ich so einen Weg hier habe. Den habe ich gebaut. Ich habe jedes Haus miteinander verbunden. Den habe ich auch schon gesehen, aber das habe ich bis jetzt noch gar nicht realisiert. Haben Sie im Übrigen schon das Neueste mitbekommen? Was denn? Der komische Nick oder Pick oder Fieber, ja. Wie der hieß. Nick. Nico, ach lass mich. Der ist ohne was zu sagen, also wortwörtlich feige, abgehauen. Hat alles mitgenommen. Ey. Ui. Ja, das ist ja... Der ist ja sowieso nie in die Stadt gekommen und wenn, dann ist er immer an uns vorbei. Sag mal, hat der auch mein Luftschiff mitgenommen? Nee, das ist da oben. Oh. Soll ich Ihnen das runterholen? Ach, nee, das mache ich dann. Sicher? Nein. Ganz sicher? Ich bin mir sicher. Also ich kann mich ganz schnell hochbauen. Nein. Es ist alles in Ordnung. Keine Sorge. Wir müssen das mal überprüfen gehen. Sie kommen dort doch gar nicht ran. Darf ich? Ja. Gucken Sie mal. Sie kommen dort gar nicht ran. Was haben Sie mit dem Luftschiff gemacht? Wie heißen Sie? Ich heiße Ramon. Ramon, okay. Ich bin gerade immer noch überfordert mit der Situation, aber... Sie sind schon da. Ich kann das nicht wegfliegen. Ich glaube, das Haus hängt dran und das ist zu schwer. Herr Ramon, man kann nicht einsteigen. Das ist zu schwer. Wer Sie machen irgendwas, ich sag's Ihnen. Ich hab doch gesagt, man kann nicht einsteigen, das ist zu schwer, was dranhängt. Schön. Der Typ ist missgestaltet. Oh, ja, das hat er auch schon geschrieben. Sie hauen die Stadtwache? Warum haben Sie einen Schwanz? Luca, ich würde aufhören. Hallo? Ja gut, ich glaube, der stirbt.
Was kommt denn da zum Vorschein? Hey. Leute. Ja, Mensch. Darf ich? Er hat mich angegriffen und ist ein Werwolf. Natürlich dürfen Sie. Und schon zu spät. Ich gehe mal lieber. Hier, nehmen Sie das hier mal mit. Der hat das wär verloren. Wirklich, es wäre wirklich schön, wenn Sie das nicht in meinem Haus tun würden. Zu spät. Bitte, Digga. Das muss ich genau. Was ist das denn? Das hört sich an wie ein Herzpocken. Nein, das hört sich an wie so eine Knallgurke, die gerade... Haben Sie mal ein Zombie-Gen gefressen? Ja. Aus Versehen. Ja, wenn Sie das aus Versehen essen, dann passiert das. Und das dann kriegen Sie jetzt öfter. Oi. Aber warum höre ich das? So. Sie hören das nicht. Das ist die Vorwarnung. Jetzt mal hier raus. Leute, Ihnen gesagt, dass Sie hier Moment, rein... Moment. So. Ich habe gerade eben ein bisschen mit dem Bruder gesprochen. Er beschwert sich gerade, dass Sie... seine Rüstung kaputt gemacht haben und er möchte gerne seine Bücher zurückhaben.